So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie werden sich fragen, warum hier jemand aus Dänemark vor Ihnen steht auf der IT-Beschaffungskonferenz in Bern. Ich habe 8 Jahre am Institut für Wirtschaftsinformatik hier in Bern gearbeitet als Doktorand und als Assistenzprofessor und habe da auch mit Matthias Stürmer relativ eng zusammengearbeitet, unter anderem in der Analyse der Daten, die wir auf der CIMAP-Plattform so sehen. Und ziemlich so am Ende von dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass die Arbeit mit dieser CIMAP-Plattform irgendwo spannend ist, aber dass ich natürlich auch gerne mehr über die Projekte erfahren würde, wie erfolgreich sind die, was findet diesen Projekten tatsächlich statt. Und so habe ich dann in meinen letzten Monaten in Bern noch eine Umfrage gestartet und in meinem Vortrag heute möchte ich Ihnen die Ergebnisse aus dieser Umfrage vorstellen. Ja, Sie sind Entscheidungsträger in öffentlichen IT-Beschaffungsprojekten und mein Eindruck ist, dass Sie es nicht leicht haben, denn Sie sind in einem Umfeld, wo man einerseits die klare Erwartung an Sie hat, dass Sie wissen, was Sie wollen, dass Sie die Anforderungen an das, was Sie bestellen, klar beschreiben können. Sonst klingelt das Fernsehen am nächsten Tag bei Ihnen und fragt, wie man so naiv diese Summe an Geld ausgeben kann. Andererseits sind Sie in Softwareprojekten unterwegs und da ist es nun mal oft so, dass sich die Anforderungen erst im Projektverlauf so richtig ergeben. Anders ausgedrückt, Sie sind in einem Umfeld, was traditionell sehr stark wasserfallbasiert tickt, wo man erst spezifiziert und dann vergibt. Und andererseits haben Sie es mit einer Art von Arbeit zu tun, mit Softwareentwicklung, wo jeder plötzlich agil sein will. Und das macht die Arbeit für Sie wahrscheinlich nicht ganz einfach. Und ich hoffe Ihnen dabei insofern helfen zu können, indem ich Ihnen die Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt vorstelle, unter anderem die Frage, ob man denn im öffentlichen Beschaffungswesen bestimmte agile Methoden sinnvoll nutzen kann, ob das den Projekterfolg erhöht. Wir haben schon viel über agile Methoden gehört. Aus meiner Sicht noch mal kurz, was ist das Grundproblem? In der Softwareentwicklung geht es darum, das Wissen des Fachbereichs darüber, was man will, was die Anforderungen sind und das Wissen eines Dienstleisters darüber, wie man das bauen kann, dieses Wissen zusammenzuführen. Und das ist nicht ganz einfach, das hat man früher probiert nach der Wasserfallmethode, indem man die Anforderungen dem Wasserfall runtergeschickt hat und das hat gut funktioniert, wenn man ganz genau wusste, was man will, aber in der Regel ist das Problem, dass diese Sachen voneinander abhängig sind, dass ich das technische Wissen des Dienstleisters oft erstmal brauche, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine erste Lösung aussehen könnte. Und sobald der Fachbereich dann diese Lösungen sieht, versteht der Fachbereich vielleicht ein bisschen genauer, was man genau will. Und das gibt dem Dienstleister wiederum mehr Klarheit darüber, wie man das bauen kann. Das heißt, in Softwareentwicklung haben wir grundsätzlich hier Feedback-Prozesse und die machen so ein planbasiertes Vorgehen grundsätzlich schwierig. In unserer Fragebogenstudie haben wir uns ganz konkret 4 Praktiken angeschaut, 4 agile Praktiken, die helfen sollen, diese Feedback-Prozesse auch im öffentlichen IT-Beschaffungswesen möglich zu machen. Die erste Praktik ist, dass man sagt, naja, dann setzen wir halt auf Teams. Wir schauen, dass diese beiden Instanzen nicht zu weit voneinander sind, sondern wir fällen Entscheidungen gemeinsam, wie zum Beispiel in Scrum, dass man Product Owner vom Kunden drin hat, die Teil des Teams sind und man fällt die wichtigsten Entscheidungen im Hinblick auf Technologie, im Hinblick auf Priorisierung von Anforderungen und so weiter, fällt man gemeinsam. Das ist eine der 4 Praktiken, die wir uns angeschaut haben. Dann haben wir uns noch 3 weitere Praktiken angeschaut, die sehr viel mit diesen Feedback-Prozessen zu tun haben. Die erste davon ist eine eher technische Praktik, kontinuierliche Integration und Auslieferung. Neudeutsch CICD, Continuous Integration and Delivery. Was ist damit gemeint? Das heißt, dass man eine Technologie aufsetzt, mit der die Entwickler relativ schnell ihre Codeänderungen zusammenführen können und diese auch relativ schnell ausrollen, deployen können, sodass man neue Codeänderungen sehr schnell dem Nutzer, dem Tester, dem Business zeigen kann und dadurch sehr schnell Feedback reinholen kann, ohne dass man dadurch, ohne dass das Deployment an sich ein Riesenprojekt ist. Dann nächste Praxis, kontinuierliche Planung und Evaluation. Damit ist gemeint, dass man sich einfach regelmäßig zusammensetzt und überlegt, welche Anforderungen wollen wir wirklich? Braucht es diese Anforderungen? Wollen wir die vielleicht neu priorisieren? So wie man es im Rahmen von Sprints mit Scrum typischerweise macht. Und schließlich, was man auch heute oft gehört haben, frühe Prototypen, frühe lauffähige Produkte. Wir haben die Beispiele von Veronika gesehen mit der Mona Lisa, erst im Strichformat. Also probiert man möglichst schnell etwas Lauffähiges zu erstellen, damit man auf der Basis weiterarbeiten kann. Ja, wir haben uns also angeschaut, ob diese
Praktiken in öffentlichen IT-Beschaffungsprojekten gut funktionieren und auch wann diese Praktiken funktionieren. Also gibt es vielleicht unterschiedliche Arten von Softwareprojekten, sodass diese Praktiken vielleicht für manche Projekte eher geeignet sind, besser geeignet sind als für andere. Dazu haben wir eine Fragebogenstudie durchgeführt. Im Fokus dabei waren für uns alle Formen von Applikationsdienstleistungen. Also wenn es nur um Hardware ging, nicht. Wenn es nur um Systemsoftware ging, auch nicht. Es muss schon irgendeine Software sein, mit der Anwender arbeiten. Und da muss auch irgendein Entwicklungs- oder ein codenahe Arbeit mit drinstecken. Vom Fragebogendesign her haben wir uns da die Arbeit recht schwer gemacht, indem wir pro Projekt drei verschiedene Parteien befragt haben. Also wir haben gesehen, dass wir für jedes Projekt jemanden vom Fachbereich finden, der uns sagt, war dieses Projekt aus fachlicher Sicht erfolgreich? Haben wir die Qualität bekommen, die wir wollten? War das im Zeitplan? Dann hatten wir auch Projektmanager, darum geht es jetzt heute in dem Vortrag nicht. Und wir haben auch einen Fragebogen immer an jeden Entwickler oder an einen Entwickler pro Projekt geschickt. Und die Entwickler haben wir dazu befragt, welche agilen Praktiken wie stark genutzt wurden und was für eine Art von Projekten das ist. Und hier sind die Ergebnisse. Die Stichprobe ist, könnte größer sein, also für einen wissenschaftlichen Fachzeitschriftenartikel reicht es noch nicht, aber ich finde, es gibt trotzdem schon mal ein paar spannende Einblicke. Schauen wir mal die erste Praktik an, gemeinsame Entscheidungsfindung. Damit ist gemeint, dass die Entwickler berichten, dass der Kunde und der Entwickler wichtige Entscheidungen in diesem Projekt sehr stark gemeinsam fällt. Und da sehen wir Projekte, die sehr stark darauf setzen. Die berichten auch signifikant überdurchschnittliche Qualität, Effizienz und Adaptivität. Mit Qualität ist gemeint, wie zufrieden ist der Kunde am Ende mit der Software, die er bekommen hat. Mit Effizienz ist gemeint, war das Ganze im Zeitplan oder war das schnell? Und war das auch von den Kosten her so, dass es für den Kunden keine großen zusätzlichen Kosten verursacht hat? Adaptivität ist gemeint, hat der Dienstleister im Verlauf des Projekts neue Anforderungen da gut einbauen können. Das sehen wir also, diese Praxis ist alles in allem empfehlenswert. Ja, es lohnt sich auch in einem öffentlichen Beschaffungswesen, wenn Auftraggeber und Dienstleister an einem Tisch sitzen und die wichtigsten Entscheidungen gemeinsam fällen. Kontinuierliche Integration und Auslieferung, also so eine Technologie, die einem möglich macht, möglichst einfach neuen Code zusammenzuführen und an die Nutzer zu bringen. Auch das ganz klar geht einher mit höherer Qualität, höherer Effizienz und höherer Adaptivität. Also alles in allem eine feine Sache. Dann ein etwas überraschendes Ergebnis, kontinuierliche Planung und Evaluation. Also das sind die Projekte, die sagen, dass sie sich regelmäßig ihre Anforderungen anschauen, die neu bewerten, repriorisieren, darüber Gedanken machen, welche Anforderungen sie haben wollen. Das korreliert negativ mit diesen Erfolgsdimensionen. Mehr dazu später. Und früher Prototyp, also die Projekte, die sagen, dass relativ früh eine lauffähige Software, der erste lauffähige Software geliefert wurde, das geht einher mit höherer Effizienz und höherer Adaptivität, scheint sich also auch zu lohnen. Ja, was steckt hinter diesen Projekten? Warum sind drei von diesen vier Praktiken anscheinend gut für Erfolg und die eine nicht? Was ist da das Problem? Das haben wir uns angeschaut, indem wir noch ein paar andere Variablen angeschaut haben, die wir in dem Fragebogen auch gemessen haben, die uns darüber was sagen können, was in diesen Projekten grundsätzlich vorgeht und was da vielleicht das Problem war. Projekte, in denen sehr stark Entscheidungen gemeinsam gefunden werden, die berichten, dass dort die Wissensintegration besonders gut funktioniert. Das heißt, dass dort dieses Grundproblem, dass der Fachbereich das Geschäftswissen hat, die Anforderungen hat und dass der Dienstleister das technische Wissen hat, dass man das zusammenführen muss, das funktioniert besonders gut. Ja, nicht besonders überraschend, also wenn man gemeinsam Entscheidungen fällt, führt es einfach dazu, dass der Fachbereich die Technik besser versteht und auch der Dienstleister das Business besser versteht. Und zudem geringere Koordinationsprobleme. Kontinuierliche Integration und Auslieferung, recht ähnlich, führt zu besserer Wissensintegration. Dann dieses etwas überraschende Ergebnis, kontinuierliche Planung und Evaluation. Was haben wir da gesehen? Da sehen wir, dass in diesen Projekten das Problem ist, dass der Fachbereich relativ häufig von opportunistischem Verhalten des Dienstleisters berichtet.
Was heißt das? Das heißt, dass der Dienstleister, dass der Fachbereich zumindest den Eindruck hat, dass der Dienstleister da probiert, sich vor Arbeiten zu drücken oder vielleicht vor Arbeiten, die notwendig sind, sich die extra vergüten zu lassen. Das könnte einer der Gründe sein, warum diese Projekte hier in der öffentlichen Verwaltung vielleicht nicht ganz so gut laufen, wenn man das sehr stark zelebriert. Für mich war das auch ein bisschen überraschend, weil wir davor viel qualitativ geforscht haben, auch in agilen Projekten, und das dort eigentlich immer eine sehr feine Sache war, wenn man sich sehr regelmäßig Gedanken über die Anforderungen gemacht hat und die repriorisiert hat. Aber hier zeigen eben die Ergebnisse, dass das vielleicht im öffentlichen Sektor nicht immer gut funktioniert. Und früher Prototyp führt genau zum Gegenteil, unterbindet eher opportunistisches Verhalten. Wenn ich sehr früh eine lauffähige Software habe, dann habe ich natürlich auch eine hohe Transparenz, dann hat der Kunde auch nicht das Gefühl, dass der Dienstleister da irgendwie was in die eigene Tasche hineinwirtschaftet. Und auch das führt zu besserer Wissensintegration. Insgesamt kann man sagen, 3 von diesen 4 Praktiken scheinen gut zu funktionieren. Sie funktionieren vor allem, weil sie eben an diesem Grundproblem helfen, bei dieser Wissensintegration und das sogar im öffentlichen Beschaffungswesen. Zweite Frage, die wir uns gestellt haben, diese Praktiken, funktionieren die vielleicht in bestimmten Arten von Projekten besser als in anderen? Und da zeigen unsere Zahlen, dass das vor allem von 2 Dingen abhängt, nämlich von der vom Anforderungsrisiko in den Projekten und von der Wissensspezifität. Was ist damit gemeint? Anforderungsrisiko, damit fange ich mal an, heißt, dass der Fachbereich am Anfang einfach sehr unsicher ist oder der Auftraggeber sehr unsicher ist darüber, was sie wirklich haben wollen. Wir haben vielleicht so ein High-Level-Verständnis darüber, was die Anforderungen in diesem Projekt sind, aber sie tun sich schwer, das zu Beginn von dem Projekt wirklich herunter zu spezifizieren. Was ändert sich je nach Anforderungsrisiko? Dazu habe ich jetzt hier ein paar Bilder mitgebracht, und auf den Bildern sehen Sie Linien, die zeigen, wie bestimmte agile Praktiken, in dem Fall kontinuierliche Auslieferung und Integration, mit Projekterfolg zusammenhängt. Wenn eine Linie hier steigt, dann heißt es einfach gesagt, das ist gut. Je mehr kontinuierliche Integration und Auslieferung, je mehr ich davon habe, umso erfolgreicher sind die Projekte. Wenn die Linie dagegen eher horizontal ist, heißt es, es ist im Prinzip egal. Egal, ob ich diese Praxis sehr stark nutze oder kaum nutze, die Projekte sind ungefähr gleich erfolgreich. Hier sehen Sie 2 Linien. Schauen wir uns erstmal die hellgraue an. Das ist die Linie in den Projekten, wo die Anforderungen relativ sicher sind. Also wo die Fachbereiche am Anfang relativ genau die Anforderungen herunterspezifizieren können. Und da sehen wir diese hellgraue Linie, die ist eher waagrecht. Das heißt, dort bringt kontinuierliche Integration und Auslieferung eher nicht so viel. Da ist das relativ egal. Da braucht man das also nicht unbedingt. Wenn wir uns dagegen die dunkelgraue Linie anschauen, die Projekte, wo die Anforderungen unsicher sind, wo der Kunde am Anfang noch nicht genau weiß bis ins Detail, was er will, da lohnt sich sehr. Da sind Projekte wesentlich erfolgreicher, wenn sie viel auf kontinuierliche Integration und Auslieferung setzen. Ein recht ähnliches Bild bei gemeinsamer Entscheidungsfindung. Also jetzt ist hier die X-Achse anders, da steht gemeinsame Entscheidungsfindung. Ansonsten ist alles gleich, bis auf die Werte. Wenn wir uns die hellgraue Linie anschauen, dann ist die sogar leicht negativ. Das heißt, bei Projekten, wo die Anforderungen sehr sicher sind, braucht es vielleicht gar nicht so viel gemeinsame Entscheidungsfindung. Also wenn der Kunde das eh am Anfang sehr klar herunterspezifizieren kann, was er will, dann ist es vielleicht sogar manchmal besser, ein bisschen weniger auf gemeinsame Entscheidungsfindung zu setzen und vielleicht eher in diesem traditionellen Rollenbild als Auftraggeber und Dienstleister zu bleiben. Dagegen Anforderungen unsicher, da bin ich in der komplexen, agilen Welt, ich kann es nicht spezifizieren vorab, da ist gemeinsame Entscheidungsfindung positiv, sehr stark positiv mit Projekterfolg assoziiert. Ja, dann dieses überraschende Finding mit kontinuierlicher Planung und Evaluation, also dass man sich regelmäßig Gedanken über die Anforderungen macht und die repriorisiert. Wenn wir da die hellgraue Linie anschauen, die Welt, Projekte, wo die Anforderungen sicher sind, dann ist das sehr stark negativ. Das heißt, wenn ich genau weiß, was ich will als Kunde, als Auftraggeber, dann ist es aus Sicht dieser Zahlen hier eine schlechte Idee, dann diese Anforderungen trotzdem laufend zu repriorisieren und neu zu bewerten. Da bewege ich mich sozusagen dann in einem Fahrwasser, wo der Dienstleister möglicherweise opportunistisch agieren kann, ohne dass ich es eigentlich brauche. Das kann ich besser klassisch machen. Da kann ich lieber klassisch das herunterspezifizieren. Dagegen, dort, wo Anforderungen unsicher sind, fast sogar eine leichte positive Steigerung. Das heißt, in ganz unsicheren Anforderungen würden auch die, oder in Projekten mit ganz unsicheren Anforderungen, kann es sogar auch eine gute Idee sein, so wie bei Scrum, hier Anforderungen regelmäßig neu zu bewerten.
Und schließlich die letzte Praxis, frühe Prototypen. Was sehen wir hier? Schauen wir uns mal wieder die hellgraue Linie an. Das sind die sicheren Projekte, die einfachen Projekte, wo die Anforderungen klar sind. Die sind sogar ein bisschen erfolgreicher mit frühen Prototypen als mit späten. Das heißt, auch in diesen eher sicheren Projekten ist es trotzdem auch eine gute Sache, wenn man früh einen ersten Prototypen vorsieht, einfach um ein bisschen Transparenz zu schaffen und damit man was hat, worüber man reden kann. Aber hier eine sehr starke negative Steigung, wenn man die Projekte mit unsicheren Anforderungen, die dunkelgrauen Projekte anschaut. Also komplexe Welt, ich weiß nicht genau, was ich will, bin ich aus Sicht dieser Zahlen sehr viel mehr erfolgreich, wenn ich eine frühe lauffähige Software habe, als wenn ich es nicht habe. Also insgesamt sagen die Zahlen eigentlich das, was so die ganze agile Community auch so sieht, nämlich es gibt so ein bisschen die zwei Welten, die Projekte, wo ich das herunterspezifizieren kann und die Projekte, wo ich die Anforderungen nicht kenne. Und in den Projekten, wo ich die Anforderungen nicht kenne, da lohnen sich die agilen Praktiken, die wir uns hier angeschaut haben, vor allem drei von denen. Und dann haben wir noch einen Befund zu Wissensspezifität. Was ist damit gemeint? Wissensspezifität heißt, dass ich als Dienstleister sehr viel Aufwand zu Beginn eines Projekts betreiben muss, um alles zu verstehen, was spezifisch für diesen Kunden, für diesen Auftraggeber ist. Also da muss ich am Anfang sehr viel Aufwand investieren, um dem sein Business zu verstehen und um dem seine Applikationslandschaft zu verstehen, bis ich dann irgendwann mal in der Lage bin, überhaupt erst zu arbeiten. Das spielt eine Rolle im Zusammenhang mit einer von diesen Praktiken, nämlich mit kontinuierlicher Auslieferung und Integration. Also hier wieder eins von diesen schönen Bildchen. Das hellgraue sind die Projekte, wo man kaum spezifisches Wissen braucht. Also man könnte sagen Standardprojekte, da kann der Dienstleister einfach seine Lösung von der Stange einführen, muss natürlich schon auch ein bisschen Anforderungen vom Kunden erheben, aber das ist von der Komplexität her relativ machbar. Da sehen wir hier, dass diese agile Praxis relativ egal ist, wie viel kontinuierliche Auslieferung und Integration man braucht. Man sieht auch, dass diese hellgraue Linie tendenziell weit oben ist. Das heißt, das sind allgemein die eher einfachen und damit die eher erfolgreichen Projekte, weil der Dienstleister eben nicht so viel kundenspezifisches Wissen erwerben muss. Dunkelgraue Linie, das sind die Projekte, wo man sehr viel spezifisches Wissen braucht. Also ich sage mal eine Individualsoftwareentwicklung, wo der Dienstleister sehr genau die bestehende Applikationsarchitektur vom Kunden verstehen muss. Da bringt das sehr, sehr viel. Da tue ich mich mit kontinuierlicher Auslieferung und Integration sehr viel leichter, einfach dadurch, weil ich dadurch viel schnelleres Feedback im Projekt habe. Dadurch kann der Kunde und der Dienstleister, vor allem der Dienstleister in dem Fall, sehr viel schneller lernen. Zusammenfassend, was lohnt sich wann? Fangen wir mal rechts an. Die Projekte, wo die Anforderungen eher unbekannt sind, da lohnen sich aus Sicht unserer Zahlen mindestens drei agile Praktiken, kontinuierliche Integration und Auslieferung, gemeinsame Entscheidungsfindung und frühe Prototypen. Und eine von diesen Praktiken, kontinuierliche Integration und Auslieferung, lohnt sich selbst in den Projekten, wo die Anforderungen eher bekannt sind, aber das Wissen sehr kundenspezifisch ist. Also stellen Sie sich eine Individualsoftware vor, wo Sie als Kunde sehr genau wissen, was Sie wollen, aber wo es trotzdem für den Dienstleister ein sehr großer Lernaufwand ist, bis der das alles verstanden hat, was er da an Geschäftsprozessen und Applikationen verstehen muss. Da lohnt sich diese eine Praxis aus Sicht unserer Zahlen sehr stark, nämlich kontinuierliche Integration und Auslieferung. Gut, Implikationen für Sie als Beschaffer. Es lohnt sich, zu Beginn des Ausschreibungsverfahrens sich Gedanken darüber zu machen, welche Art von Leistung ist das? Ist das eine mit hohem oder niedrigem Anforderungsrisiko? Ist das eine mit hoher oder niedriger Wissensspezifität? Und je nachdem vielleicht einen anderen Weg zu wählen. Wenn das Anforderungsrisiko hoch ist, dann ist es aus Beschaffungssicht vielleicht eine gute Idee, Kompetenzen in diesen Bereichen wertzuschätzen, also Kompetenzen in CI/CD und in der Erstellung früher Prototypen, das heißt heutzutage oft auch Minimum Viable Products, also Dienstleister, die das können, kommen vielleicht mit solchen Projekten besonders gut zurande. Ich sehe hier die Leute von Nemix nicken. Frühe Prototypen, wenn man das als Lieferobjekte vorschreiben kann, dann hilft es sicherlich auch. Und gemeinsame Entscheidungsfindung
ist aus Sicht unserer Zahl auch eine gute Sache. Und ich glaube, die ist natürlich vor allem dann möglich, wenn der Vertrag nicht alle Anforderungen bis ins Detail ausspezifiziert. Denn welche Entscheidungen soll man noch gemeinsam fällen, wenn der Rahmen eh so eng ist, dass man sich da gar nicht bewegen kann. Ja, und ein bisschen überraschend, diese eine Praxis, dass man also kontinuierliche Planung und Evaluation, dass man Anforderungen häufig überprüft, kam nicht so gut raus in unseren Daten. Das Problem ist da anscheinend vor allem opportunistisches Verhalten. Und da wäre mein Ratschlag, dass man das vielleicht trotzdem probiert, aber nur in bestimmten Bereichen, nämlich dort, wo das Anforderungsrisiko hoch ist und wo man auch sich sicher ist, dass sich der Dienstleister nicht opportunistisch verhält, also wo man eine sehr vertrauensvolle Beziehung zum Dienstleister hat. Das sind so unsere Ergebnisse und ich glaube, wir haben noch ein paar andere recht spannende Ergebnisse, aber so richtig sicher sind wir uns bei vielen dieser Sachen leider nicht. Und theoretisch könnte man mit diesen Daten unglaublich spannende Sachen herausfinden. Zum Beispiel können Sie sich als Auftraggeber mit agilen Praktiken vielleicht Aufwände in der Ausschreibungsphase einsparen? Oder welche Vertragstypen brauche ich für diese Praktiken? Oder welche Projektsteuerungstechniken harmonieren dann wie gut mit diesen Praktiken und viele andere Fragen. Und die können wir leider im Moment noch nicht beantworten, weil Sie uns schon sehr viel geholfen haben, um da Daten zu erheben, aber es sind eben noch nicht genug Daten, um so ein bisschen die spannenderen und komplexeren Sachen noch anzuschauen. Ja, deswegen, falls bei einem oder einer von Ihnen noch Interesse besteht, da vielleicht in dieser Studie mitzuarbeiten, dann würde ich mich sehr freuen. Es wird nur darum gehen, diesen Fragebogen an vielleicht 2-3 Projekte herumzuschicken und im Gegenzug tausche ich mich auch gerne mit Ihnen aus und teile noch mehr Ergebnisse von der Umfrage und ich glaube, dass da viele spannende Einblicke herauskommen könnten. Wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie doch gerne zu mir und ansonsten hoffe ich einfach, dass der Vortrag hier ein paar spannende Einblicke gegeben hat. Vielen Dank. Das ist natürlich ein Steilpass für das CAS ICT-Beschaffung, was der Matthias Stürmer gezeigt hat. Dort gibt es immer auch eine Abschlussarbeit. Und ich denke, wenn die Daten ja auch der Uni Bern gehören, dann darf man sicher auch im CAS ICT-Beschaffung dort diese Verwendung, vielleicht das als CAS-Arbeit dann vielleicht vertiefen. Wäre das ein... Das klingt nach einer guten Idee, ja. Super. Also wir haben sicher 10, 15, 20, 25... Leute, die da in das CAS gehen wollen und da gibt es sicher jemanden, der das machen kann. Okay. Haben wir gerade noch Fragen an den Oliver? Haben wir Fragen allgemein zu der Veronika, zu Franziska, zum Tim? Sonst knurrt uns der Magen und ich darf diesen Track abschließen. Wir haben dort noch Geschenke, die werde ich nachher euch übergeben. Vielen Dank vorerst mal wirklich für diese sehr interessanten Vorträge. Das Programm geht weiter. Eine Stunde Mittagspause von 12.30 Uhr jetzt bis 13.30 Uhr. Und um 13.30 Uhr beginnt es gleich mit den nächsten Fachsessions. Und da könnt ihr euch informieren, wo diese entsprechenden Fachsessions, in welchen Räumen das ist. Also ein guter Bon Appetit und bis bald in der nächsten Session.